3, 2, 1. ...1967. Konrad Adenauer ist tot. Staatsmänner aus aller Welt erweisen ihm die letzte Ehre. Eine Nation trägt Trauer. Papst Paul VI. Sagt Nein zur Pille. Kein Verbot hat die Weltkirche mehr erregt. Keines wurde mehr ignoriert. Anti-Schah-Demonstration in Berlin. Der Student Benno Ohnesorg wird von einem Polizisten erschossen. Der studentische Protest hat einen Märtyrer. Zeitenwende in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der Krieg in Vietnam empört die Welt. Auch Berliner Studenten gehen auf die Straßen, fordern ein Ende der Kämpfe. Das war einfach so, dass wir dann kochten und sagen, das kann doch nicht sein, dass die jetzt A, dasselbe machen, B, dass kein Mensch dagegen aufmüpft, dass unsere Eltern, die ja damals schon den Mund gehalten hatten, gegen die Nazis nichts unternommen hatten. Nun gut, ob wir es gemacht hätten, wussten wir nicht. Aber jetzt kostete, so hat man uns ja immer vorgeworfen, das kostet euch ja nichts, ihr habt ja die Freiheit, das zu sagen. Da haben wir gesagt, nee, jetzt habt ihr sie ja auch. Und trotzdem sagt ihr immer noch nichts. Sie nehmen sich die Freiheit. West-Berlin, eingeschlossen durch die Mauer, unterstellt den alliierten Schutzmächten. Gegen die und ihre Freunde demonstriert man nicht, ist die allgemeine Meinung. Berlin, 2. Juni 67. Schah Reza Pahlavi und seine Frau Farah Diba besuchen die Stadt. Von der politischen Prominenz wird der Kaiser hofiert. Von Folter und Terror in seinem Land will man nichts wissen. Viele Berliner schwelgen lieber in Märchen aus dem Morgenland, vom Glanz des Pfauenthrons. Für die Studenten ein Skandal. Sie verkaufen Tüten mit den karikierten Konterfeis des Kaiserpaars. Die werden als Masken getragen. Jubelnde Berliner vor dem Schöneberger Rathaus und Tausende von Demonstranten, die dem Schah ihre Wut ins Gesicht brüllen wollen. Auch eine Reihe von Schah-Anhängern in der Menge, die sogenannten Jubelperser. Plötzlich schlagen sie zu, prügeln ein auf friedliche Studenten. Hatten also ihre Demonstrationsplakate an langen Latten festgemacht. Und diese Latten haben sie dann als Waffen natürlich benutzt. Die hatten Schlagringe dabei, diese Stahlruten auch noch. Und die gingen auf uns los. Erst Minuten später greift die Polizei ein, unterstützt zur Überraschung der Demonstranten die Prügelperser. Die Schlägertruppe, Agenten des iranischen Geheimdienstes, wie man erst später feststellt. Die erste Stufe der Gewalt. Als das Kaiserpaar am Abend die Deutsche Oper besucht, um den zarten Klängen der Zauberflöte zu lauschen, ist die Stimmung unter den Studenten gereizt. Jetzt richtet sich ihr Zorn auch gegen die Polizei. Sie rufen, warum macht ihr euch zu Bütteln eines Diktators? Die konnten es einfach nicht begreifen, dass sie als Nazis beschimpft wurden und bespuckt wurden, wo sie also damit überhaupt nichts zu tun hatten. Der Geheimdienst jubelt weiter und die Demonstranten werden auf der anderen Straßenseite eingekeilt. Irgendwo dazwischen der Student Benno Ohnesorg und seine schwangere Frau. Sie wissen nicht, dass der Polizeichef angekündigt hat, heute Abend gibt es Dresche. Der Schock ist ja der, dass niemand jetzt mit denen gerechnet hat, was da kommt. Aber wirklich niemand. Ohne Vorwarnung, Generalangriff mit dem Kommando knüppelfrei. Polizeipräsident Dünsing nennt es die Leberwurst-Taktik. In die Mitte hineinstechen und nach beiden Seiten rausdrücken. Dadurch, dass das sehr eng war, ist eine unbeschreibliche Panik ausgebrochen. Also sind die Leute übereinander getrampelt und also da ist dann richtig Panik ausgebrochen.
und von den Polizisten her auch mehr, als dass sie ihren Befehl ausgeführt haben, auch eine Wut. Die Polizisten treiben die Demonstranten vor sich her, in die Seitenstraßen. Die sind genauso mehr oder weniger panisch hinter uns her, wie wir vor ihnen weggelaufen sind. Also da war eben so eine Situation von Wut, Panik, Hass, Angst, die völlig unkontrolliert war. Unter den Flüchtenden auch der Student Benno Ohnesorg, der seine Frau im Gedränge verloren hat. Ein besonnener Student, sagt sein Bruder. Also er war so politisiert wie viele andere auch, die zu den Demonstrationen gegangen sind. Das kann schon sein, dass er das als Gag sagte, jetzt gehe ich zur Demo und ziehe mir ein rotes Hemd an. Ich glaube, die Gefahr, und dass so etwas passieren könnte, haben sich alle wahrscheinlich nicht klar gemacht. Die Flucht des Benno Ohnesorg endet in einem Hinterhof in der Krummenstraße. Ich habe auch gesehen, wie Benno Ohnesorg vor zwei Polizisten herlief, die ihn wohl in die Flucht schlagen wollten, die mit dem Schlagstock auf ihn eingeschlagen haben. Der lief direkt an mir und an dem Beamten, wo der Schuss nachher gefallen hat, vorbei. Im dichten Gedränge fällt der Schuss. Er trifft Benno Ohnesorg, zertrümmert seine Schädeldecke. Und ich habe ihm aber dann meine Tasche unter den Kopf, weil ich gesehen habe, also dass er irgendwie schwer verletzt war, das habe ich schon gesehen. Und da sind zwei Polizisten gekommen und wollten mich da wegtreiben. Und dann habe ich die angeschrien, sie sollten doch lieber einen Krankenwagen oder Sanitäter holen. Notwehr oder fahrlässige Tötung? Horst Geier stand neben dem Todesschützen. Wie ich ihn ansah nach dem Fall des Schusses und sagte, bist du denn verrückt hier zu schießen? Weil man sagte, es war ja kein Grund zu schießen. Der Täter, Kriminalobermeister Kuras, wird später freigesprochen. Begründung des Gerichts, psychogener Ausnahmezustand. Für den Studenten wird die Fahrt ins Krankenhaus zur Odyssee in den Tod. Und der eine Krankenwagenfahrer ist dann ein paar Tage später noch zur Wohnung meiner Schwägerin gekommen. Und weil diese Fahrt ihn so belastet hatte und erst loswerden wollte, dass sie also 45 Minuten, wie er sagte, durch Berlin gefahren sind, und mehrere Krankenhäuser ihn nicht aufgenommen haben. Hat ihm keiner helfen können oder wollen. Bis in die Nacht entlädt sich wütender Protest. Der Schuss, der den Studenten traf, trifft auch die Republik. Der schwelende Konflikt zwischen den Generationen. Von nun an wird er ausgetragen. Ich kann mich erinnern, dass Gudrun Enzlin ziemlich emotional aufgewühlt da gestanden hat und geschrien hat, waren schon immer Faschisten und es werden immer Faschisten bleiben und diesmal fangen sie an, uns zu erschießen. Hier beginnt ein Irrweg, der in Stammheim endet. Doch der Tod von Benno Ohnesorg ist auch eine Bewährungsprobe für das Selbstverständnis einer jungen Demokratie. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Studentenbewegung, die ursprünglich eine Bewegung für Hochschulreform war, einen entschiedenen Anteil zu einem mehr demokratischen Bewusstsein in Deutschland gefunden zu haben. Der Tod des Benno Ohnesorg ist nur der Zündfunke im Aufstand der Söhne gegen den Staat der Väter. Am Ende eines langen Marsches aber kommen viele in ihn an. Trotz alledem.